Grüß dich. Gebratene Champignons mit Knoblauch und Kräuter. So was von lecker. Als Beilage oder als Hauptspeise. Wie du das machen kannst, das zeige ich dir gleich im nachfolgenden Video. Bleib dran! Als erstes nimm es mal 2, 3 oder auch 4 Zehen Knoblauch. Dann schneidest du diese Knoblauchzehen in kleine Stücke. Nimmst Kräuter, die du gerne magst. Hier habe ich Petersilie, Schnittlauch, passt auch sehr gut. Und auch hier alles in kleine Stücke schneiden. Nun nimmst du eine Bratpfanne, erhitzt diese, gibst Butter hinzu. Und dann gibst du die Champignons hinzu. Sie sollen sauber sein, gewaschen. Das können weiße wie hier sein, aber auch die dunklen. Oder versuch es mal mit gemischten. Langsam anbraten in Butter, dass sie schön Farbe bekommen und nicht schwarz werden, verbrannt sind am Schluss. Und sobald die Champignons langsam Farbe bekommen, siehst du, schon braun sind, geben wir nun den Knoblauch hinzu, den wir vorhin geschnitten haben, dass der auch mit anbraten kann. Temperatur runterstellen, schön langsam, dass es nicht schwarz wird. Ein bisschen Salz. Pfeffer. Wieder gut mischen. Und zum Schluss kommen noch unsere Kräuter, in diesem Fall die Petersilie, in die Bratpfanne. Wieder gut mischen. Und dann brätst du sie so lange, bis es dir selber schmeckt. Der eine mag es halt stärker und der andere will es halt nicht so stark gebraten haben. Genug gebraten, aus der Bratpfanne nehmen. Wie zum Beispiel einen Teller geben und dann servieren. Als Beilage oder als Hauptmahlzeit.